Naja, das im Zweiten. Jetzt machen wir ja bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1966 weiter. Das war ja eigentlich der große Höhepunkt deiner Schiedsrichterkarriere, Rudolf. Der zweite Höhepunkt. Vorher sind ja schon die Spiele gewesen, Real Madrid, Partizan Belgrad und die Argentinier gegen Inter Mailand, Pokal. Und dann kam die Weltmeisterschaft in Kam die England. Weltmeisterschaft, ja. Daraufhin kam die Weltmeisterschaft, nachdem ich Oma in der Schottland das Spiel Italien gegen Schottland geleitet habe, wo sich selbst der Präsident, der italienische Präsident gesagt hat, der Herr Greilein hat eine ausgezeichnete Leistung geboten, obwohl sie verloren haben. Das war für mich die höchste Auszeichnung. Ist klar. Und dann kam ja noch ein weiteres Spiel, wo du, glaube ich, als Linienrichter auch mit eingesetzt warst, ja, in England. In England, Mit ja, dem Gottfried Dienst zusammen. aber das ist vor dem Spiel War England-Argentinien das? gewesen. Das Vorspiel, da hat der Gottfried Dienst geleitet in dem Spiel. Und dann kam ja das England-Argentinien, das Da kam Viertelfinalspiel. England-Argentinien. Und Und das. zur gleichen Zeit hat leider die Russen Deutschland nicht geschlagen, sonst hätte ich das Endspiel geleitet. Wärst du Endspielschiedsrichter gewesen in London, Ja, in Wembley? ja, Das wäre natürlich dann ein ganz besonderer Höhepunkt noch gewesen, ja. klar. Wo mich der Präsident nach dem Spiel empfangen hat in dem Quartier und hat gesagt, Herr Greilein, sind Sie uns jetzt arg böse, dass wir Ihnen das Finale weggenommen haben? Worauf ich ihm geantwortet habe, Herr Präsident, es ist doch immerhin besser, es sind 11 Spieler im Finale, als wenn nur eine. Also 11 Deutsche. 11 Deutsche Spieler, also nur ein Deutscher. Und dann kam ja die 37. Minute im England-Argentinien-Spiel. Ja, die 37 Minuten, aber in den vorhergehenden Minuten hat sich Radin sowieso nie als Kapitän benommen von einer Mannschaft, sondern er hat immer, wenn ich eine Entscheidung gegen musste, eine Entscheidung gegen sie treffe, dann hat er immer gemeckert. In Französisch und in Spanisch, das ich nicht verstanden habe. Aber ich wusste hundertprozentig, dass er mich nicht einen guten Deutschen genannt hat. Und dann habe ich, der wurde bereits ja das heißt die ganze Mannschaft, ob jetzt die Engländer oder die Argentiner gewesen sind, vor dem Spiel bin ich als erstes in die Kabine der Argentinier. Und habe sie darauf aufmerksam gemacht, nicht in Deutsch und nicht in Spanisch, aber in englischer Sprache habe ich darauf aufmerksam gemacht, ich will ein faires und gutes Spiel leiten. Und da sollen Sie mir dabei helfen, habe ich bei den Argentiniern gesagt. Die Engländer bin ich auch überhaupt genau das Gleiche gesagt. Und somit hatte ich ja praktisch schon vorher gewarnt. Ich musste habe also vorher schon die Voraussetzungen gesetzt. Aber das dauerte nur 7 Minuten, wo der Stiles gefoult worden ist, worauf ich auf den einen argentinischen Spieler zuging und sage, er ist somit ermahnt, er soll daran denken, was ich in der Kabine gesagt habe. Aber wenn er mir auch in Englisch Klar, in Englisch hast du gesagt. verstanden hat, es vielleicht oder ich nicht, ich weiß es nicht. Aber man hat ja gemerkt, ich mache etwas. Und der Ratin hat geglaubt, bei jeder Entscheidung kann er mit mir diskutieren, weil er ja der Kapitän ist. Vergaß aber, oder hat er das noch nie gehört, dass seine Aufgabe eine ganz andere ist.
Eine ganz andere ist es, dass er versucht hat, seine Spiele in die Ordnung zu rufen. Das ist die Kapitänsaufgabe. Und das hat er nicht gemacht. Und dann hat er, ich habe einmal, hat er auch ein Foul gemacht, worauf ich ihn, bin ihm, zu ihm hin und habe ihm hab gesagt, please, fair play. Das war eine Ermahnung. Und dann hat er aber schon wieder irgendetwas gesagt, was ich nicht verstanden habe. Und es ging immer weiter, und er kam, normalerweise ist er an und für sich das Spiel gut gelaufen. Bis dann die 37. Minute gekommen ist, da ist ein Angriff der Engländer. Und die unmittelbar vor dem Strafraum macht ein Spieler von der Argentinier ein Foul. Ein Foul, ein normales Foul, aber nicht fair. Und bin zu dem hin und habe zu ihm, hat ihn verwandt und habe gesagt, once more in the golf. Zu ihm. Also wenn es noch einmal macht, dann muss er gehen. Also, der Freistoß, der lag unmittelbar ganz kurz vor der Strafraumlinie. Und ich habe die Schritte nicht abgemessen, sondern habe festgelegt, 5 Meter Raum ungefähr, dort sind es jetzt 9,15 Meter. Und wo ich das gemacht habe, macht der Radin auch seine Schritte. Und das bin ich sofort auf ihn zu. Und habe gesagt, please go on. Da ist er gegangen und hat aber während dem, dass er laufen muss, hat er mich in allen Medien laut und lauten Tontönen irgendetwas gesagt, was ich nicht verstanden habe. Ich habe bloß wieder darauf hingewiesen, please fair play. Das war immer mein Ausdruck. Und der Radin ist wieder auf mich zugegangen, hat also gebabbelt, was ich nicht verstanden habe. Und dann habe ich gesagt, go on. Und in dem Moment, wo ich zum Ball gucke und den Freistoß freigib und der Ball geht neben der Eckfahne, sehe ich, wie der Radin an mir vorbeiläuft. Ich habe immer noch zum Tor geguckt und er winkt mit beiden Händen eine unsportliche Haltung ein. Und daraufhin war für mich der Zeitpunkt, jetzt muss er gehen. Und bin auf ihn zu und habe gesagt, end, no, go, off. Und damit war der... Ist ein bisschen Theater gewesen, und er war der Interpreter. Aber ich glaube mich habe gesagt, er muss gehen. Und es hat eine ganze Weile gedauert. Das Spiel ist unterbrochen gewesen und er hat keine Anstalten gemacht, das zu gehen. Und dann kam der Ken Aston wieder, weil das Spiel ist ja unterbrochen gewesen. Und dann hat es 7 Minuten gedauert, bis er endlich von überzeugt, nicht, aber durch den Druck der Polizei und durch den Druck von Ordnungsleuten, ist er dann wohl oder übel gegangen und hat noch einmal schön laut gebrüllt. Damit war die Sache geschaut. Jetzt konnten eigentlich die Mannschaft der Argentinier, die konnten ja die Hauptspiele, haben einen guten Fußball gespielt nachher. Nachher habe ich gedacht, jetzt können sie doch auch gut Fußball spielen. Ist jetzt der Schweihals noch nicht mehr dabei? Macht es so viel aus? Konnten sie praktisch befreiter aufstehen? Ja. Das Spiel ist gut gelaufen. Wir hätten sogar schöne Chancen gehabt. Nur ein Tor zu machen. Das Tor machten ja dann die Engländer. Ja. Der Hurst hat dann das 1:0 gemacht. Und dann die Engländer, sind dann weitergekommen. So war das Spiel.